Eiern in diesem Video. Ja, macht das Vieh weg, bevor es eiert. Nein! Abgangsbund! Du bist so ein... Moin, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Mario... Pokémon Hardcode, die Randomizer Nuzlocke. Wir sind jetzt in Mamoria City, werden den nächsten Arena-Leiter klatschen und haben uns entschieden für ein... Ich bei mir ein X-Bud, Toni, der neu dazugekommen ist, ein Frechdachs, den wir alle mögen. Und dementsprechend wird er jetzt unser Leader sein für die Arena. Und zusätzlich hat sich Toni zusammengeschlossen mit Makago auf der Seite von Tuffy. Unbenannt, weil Tuffy ist zu faul gewesen. Danke dafür. Bitteschön, mach ich doch gerne. Aber jetzt geht's in die Arena und wir hoffen mal, dass wir heute kein Pokémon verlieren. Das ist unser Ziel. Kein Pokémon verlieren. Oh, Megane, bester Counter für Toni. Na, jedenfalls habe ich ihm, also Toni, vorwiegend auch Erstschlag-Attacken gegeben, damit wir mit Toni relativ schnell austeilen können und zusätzlich den Muskelband, um spezielle, also Attacken, die sehr effektiv sind, noch ein bisschen stärker zu machen. Weil er hat leider nicht so eine ultra krasse Attacken wie die anderen. Aber ich rasiere schon den ersten Gegner nach dem anderen. Also bin ich schon recht zufrieden mit Toni. Der kann was. Der hat nicht so einen Zahnbelag. Mal wieder daneben. Außer wenn ein Knackrack vor dir steht. Oh. Okay. Wird interessant werden. Raven ist vor dir. Naja, ich mach mal Konfusstrahl. In der Hoffnung, dass der nichts anderes kann. Eigentlich kann er ja jetzt nichts machen, außer Gesteinsattacken, um mich komplett zu ownen. Aber ich hoffe einfach, er verletzt sich selbst. Genau so ist es auch. Komm, let's go. Toni, ich vertraue in dir, dass er keine Gesteinsattacken kann. Ich habe noch nie einen Knackrack gesehen, der Steinhagel kann, oder? Kann aber sein. Kann sein, ne? Ich glaube schon. Aber selten, also wenn. Jedenfalls habe ich es besiegt, ohne dass er angreifen konnte. Konfusstrahl, beste. Ich gehe ja extra mit einem Feuer-Pokémon rein, weil ich hoffe, dass ein Pokémon ist, kommt, was ich damit easy wegmachen kann. Ja, was ist genau, es kommt ein Flamara. Ich würde mal sagen, ich gehe mal kurz heilen und dann können wir den Arena-Leiter klatschen. Das war schon nämlich mit den Arena-Trainern. Ja, ich weiß. Ich brauche nicht mal heilen, weil das. Achso, bist du schon fertig? Nee, ich muss noch schnell das Flamara töten. Ja, schnell. Mach ganz entspannt, wir haben mehr Zeit. Ich hab ne Wasserteil gegen den Feuermann, also. Moin. Jedenfalls für euch nochmal, um zu sehen, wie es aussieht bei Toni. Wie gesagt, ich hab einen Konfusstrahl beigebracht. Ohrschnabel als 18er-Move, eins der stärkster Move. Giftzahn, falls wir vielleicht mal Pokémon treffen, die Typ Pflanze sind. Gut, Typ Pflanze, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann doch. Eigentlich ja, kann ich gut, da drin bleiben. Der ist auch Bohrschnabel, also. Ja, ist halt echt so. Warte mal, Gift. Wofür wollt ihr Gift drin haben? Es gibt ja kein Fee. Ich wollte sagen für Fee, aber gibt der nicht. Eigentlich ist Gift total unnötig. Cool. Profi. Aber Schattenstoß ist drin, Leute, ja? Eine Erstschlag-Treffer-Attacke. Die ich auch wahrscheinlich nie anwenden werde, weil nur gegen Geist-Pokémon höchsten Falle zum Kampf kommen könnte. Ja. Ja. Ich bin Profi, ich habe aber auch keine besseren Attacken gehabt tatsächlich. Ich wollte einen Holzhammer beibringen, aber Holzhammer dachte sich, nö. Deswegen, let's go in den Arena-Leiter auf jeden Fall. Wow, mit Leuten aus Johto habe ich es hier nur selten zu tun. Mein Name ist Rocco, ich bin der Arena-Leiter der Mamoria City Arena. Mein Fachgebiet sind Gesteins-Pokémon. Ich habe sie vor einigen Jahren zwar abgelegt und jetzt andere Pokémon, aber es war mal mein Fachgebiet. Von ein paar halbherzigen Attacken lassen sich meine Pokémon ganz bestimmt nicht beeindrucken. Das juckt sie nicht im geringsten. Und jetzt los, lass uns kämpfen. Gegen Jonathan. Gegen Kimberly. Ja, mach dir nicht jetzt witzig über den Namen. Woher kommt Jonathan mit wohin genau? Alles gut. Nee, okay. Ballett. Ja, bei mir mit einem Wulnona, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Weil Mojin regelt. Wie gesagt. Was war nochmal gegen Geist? Das ist sicherlich. Psycho? Ja. Ah, nee, warte mal. Psycho nicht. Nee, entschuldige. Geist selber? Oder. Aber keine Geistattacken, auch wenn ich einen Geist-Pokémon habe. Ja, Unlicht habe ich auch nicht, perfekt.
Ich dachte, ach scheiße, ich geh da jetzt mit Hitzekoller rein und fertig. Warte, welche Pokémon ist das? Itemsperre, Banett. Banett, weiß ich gar nicht, ob es spezieller ausgeteilt ist oder physisch. Oh nee, als ob du jetzt wechselst, Kimberly. Und der hat einen Lapras. Oh nee, es ist One-Shot. Digga, dein Ernst? Da kommt eine mit H2O-Absorber hat das Ding. Top Genesung. Ja, moin. Also bei beiden sieht es gerade richtig rosig aus. Ich hoffe einfach, das Lapras ist stirbt. Ja, Verbrennung. Oh, das ist richtig wichtig. Es ist okay, wichtig ist nicht, und richtig. Also. Ich find's gut, H2O-Absorber auf beiden Seiten. Keiner kann Wasserattacken, Sven. Und dass ich Erdbeben hab. Mochin, du bist... Ja. Mein Kussheld für dieses Spiel. Ich liebe Morlord immer mehr. Ja, da kommt die Top-Genesung. Ja, Banett stirbt durch Verbrennung. Aber mir... Nee, das erste Pokémon habe ich tot. Itemsperre. Ach, shit. Ich gut, bin beim zweiten Pokémon... Okay, ah nee, warte mal, ich habe noch gar kein Pokémon tot an der Stelle. Bei mir sind sie nur halb tot gewesen. Und dann wurde gewechselt. Ja. Was mache ich gegen den Dialga? Oh, nicht dein Ernst, Bruder. Scheiße. Drache. Drache. Ich hab kein. Doch. Oh. Oh. Ich hab einen Drache. Was kann das sein? Ich hab einen Drache. Also kein Drachen-Pokémon. Aber Space hat eine Drachen-Attacke. Oh. Dann könntest du tatsächlich was reißen. Warte mal. Nee. Ist es. Ist das überhaupt möglich? Warte mal. Das Ding ist doch Stahldrache. Ja. Ja. Perfekt. Dann ist Drache neutral, glaube ich. Oder? Da bin ich gerade komplett blöd. Ja. Ja. Bin blöd? Ja, Drache ist normal. Okay, gut. Ach, scheiße, jetzt kann eine Fiona fliegen. Bitte hab keine H2-Orbs, aber. Oh, nee! Okay, Problem. Perfekt. Lichtkanone. Mantax macht mich, glaube ich, fertig. Mental und physisch. Sollte ich tanken, oder? Ja, denke ich gut. Besten Fall jetzt noch gefrieren, dann habe ich gewonnen. Gegen das Vieh. Nein. Schade. Ich habe vergessen, was das hat und das jetzt eingesetzt. Oh Gott. Aber eigentlich muss ich auf Kira gehen und hoffen, dass Kira schneller ist. Aber eigentlich hat das jetzt keine Attacken, weil ich Kira. Sprungfeder. Och, ey, immer überlebt das Vieh mit einem HP. Sprungfeder sollte ich doch überleben, oder? Flug halt, ne? Mit 93 Verteidigung? Von einem Mantax? Aua. Ja, ich hätte Nassschweif machen sollen. Egal. Ich muss es probieren. Ich wüsste sonst jetzt... Warte mal, geh ich nochmal durch. Mantax. Was haben wir denn? Wir haben Toni. Vincent hat auch keine guten Attacken. Das Problem ist, es ist halt Donner. Donner ist halt vielfach effektiv. Ich hoffe einfach, ja, erstmal sind wir später dran, dass es nicht so viel Damage macht. Okay, das macht ja halt überhaupt gar nichts. Das ist ja übelst läppisch. Alter, schon wieder Wasser bei dir? Nee. Toxiquark ist nicht Wasser, oder? Ah, nee, Toxiquark. Ich hab was anderes verstanden. War doch Kampfgift, ne? Mhm. Dann kann ich dann mit Psycho durch. Fertig. Ich hasse dieses Gespamme mit Konfusstrahl, ne? Es ist richtig Rotze. Bitte komm durch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Kira, Alter, du nervst mich gerade. Ja, Hydropumpe! Aua! Aua! Kira Appelt überlebt das. Danke. Ja, überlebt sie auch. Sie hat eine gute Spätzdev. Ja, schön, cool. Oh, ich hasse jetzt schon wieder. Mantax, ey. Bist ein Wassertrainer geworden, oder? Hab ich das Gefühl. Bei dir. Ich hoffe, Vincent tankt jetzt eine komplette Hydropumpe. Ja. Makargo kann zum Kämpfen kommen. Ey, es war gerade sehr viel K im einen Satz, habe ich mitbekommen. Nein! Ich hab Kreuzschere aus Versehen. Nein! Ich wollte nicht Kreuzschere benutzen. Oh, ich hasse das. Ich hab mich verklickt, Alter. Oh. Ich nehm glaube schon, das sollte reichen, denke ich.
Patroni, let's go, bitte. Bitte. Wieso macht Zauberplatz so viel Damage? Zauberblatt ist krass. Habe ich gerade gemerkt. Denk dran, wir haben 2 Tränke schon. Ja, ich habe sogar 3. Nee, habe ich nicht, oder? Habe ich 3? Nee, er hat nur einen eingesetzt. Nee, alles gut. Ich hätte dann durch Verbrennung gestorben. Er hat 2 Tränke. Ich darf nicht so viel rumfällen, Junge. Das geht gar nicht. Jetzt nur noch einen Trank. So, mein Gegner hat, by the way, nur noch 2 Pokémon. Also jetzt. Ja, ich glaube meine auch nur noch. Ja, meine hat auch nur noch 2. Einmal mit Hitzekoller durch und fertig. Zauberblatt nervt dich halt, Alter. Aber Zauberblatt halt macht an sich nicht so viel Schaden, ne? Zumindest auf dem Feuerpokémon, dann ist es halt nur gerade eben ein bisschen kritisch gewesen, weil ich Hälfte Leben hatte. Ungefähr. Ja, was kann Nidoking? Alles Gift? Eigentlich. Gift normal ist es doch, oder? Nee, nicht normal Gift, das ist eine komische Kombi. Du kennst Giftboden. Eieiei. Ja. Oh, danke sehr. Hast du eine Eisattacke oder Wasser? Ich kann wohl Wasserattacken bringen, aber die Erdkräfte machen mir hier gerade kein leichtes Spiel. Ah. Und vor allem spiele ich hier gerade die ganze Zeit um einen Quid rum. Oh. Ihr könntet zu Flug wechseln, ich weiß, Leute, könnte ich machen. Aber was soll ich dann machen? Ich kann mit Flug nicht hier sehr effektiv treffen. Wenn der irgendwas anderes hat und der hat definitiv Donnerschlag oder Eishieb, dann kann ich Toni und auch Peaches vergessen. Eigentlich müsste ich versuchen, mit einem Surfer jetzt hier durchzugehen. Und ich muss nochmal eine Erdkräfte tanken. Sollte es hinbekommen. Ja, wenn es King Quit ist. Ja. Okay, sehr gut. Sogar recht gut getankt. So, eigentlich, ne? Eigentlich müsste Nidoking. Oh, der könnte ganz knapp überleben. Nee. Okay, gut. Dann ist gut. Alter. Letztes Pokémon. Slimog. Okay, das geht. Ja, das geht. Das kann ich hinbekommen. Da brauche ich nur Boden. Das heißt, ich werde jetzt nicht Whisky sein. Ich werde jetzt einfach meine Heiltranks zünden und alles ist schick. Der kann mich nicht wegquitten. Das geht nicht. Also wenn der mich wegquittet, ganz ehrlich, dann ragequitte ich und dann spielen wir wieder anders. Das ist mir denn egal. Aber ein Slimog auf 51 quittet nicht Mojin weg. Nein. Kann es gar nicht. Das ist defensiv aufgebaut und nicht aggressiv. Ihr wisst schon. Offensiv. Offensiv. Defensiv und aggressiv? An der Stelle verständlich. Ja. So, Erdbeben regelt oder regelt's nicht? Oh, ich muss dazu sagen, man sollte Slimog auch nicht unterschätzen, ne? Nee, unterschätzt nicht. Oh mein Gott, es ist halt ein defensives Monster. Nicht nur das. Das Ding kann richtig gefährlich werden. Ich habe schon eine ganze Soul Link deshalb verloren. Wegen einem einzigen Slimog, ne? Das ein komplettes Team auseinandergezogen hat. Und ich werde gleich auch auseinandergezogen hier. Oh, Quit! Yo, oh, ja, der Quit hat gemeldet! Oh, Ehrenquit! Damit ist Kimberly besiegt und wir haben keinen Verlust! Ja, das ist ganz einfach. Alter, mal keinen Verlust zu haben. Lange ey. Her, ne? Ist lange ja, her. Echt, ey. Unglaublich, die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine Verteidigung durchbrochen. Hier, nimm diesen Orden. Ja. Endlich. Danke, Chrissy. Das nenne ich mal einen richtigen Kampf. Hier hast du noch ein Geschenk verdient. Ist die TM Steinhagel. Naja, TM Steinhagel. Sehr wahrscheinlich. Das ist ganz was anderes. Gut, damit haben wir ein Häkchen an den Arena-Leiter. Hm? Steinhagel, Zahltag ist ja fast dasselbe. Ja, finde ich schon. Also kann man schon fast als gleiche TM gelten. Ja. So, und da wir jetzt noch ein bisschen Time haben, gehen wir auch in Richtung Alabastia. Denn dort erwartet uns ja den Professor Eich und von dort aus können wir dann an die Zuinoba-Insel ran. Und, ah nee, warte mal, Vertania City gibt es noch eine Arena-Leiter.
Ja, machen wir dort einen Abstecher hin. Ja, wir müssen sowieso durch den Verteilen erweitert. Heißt, da kriegen wir noch einen neuen Accounter. Ja, das ist ganz angenehm. So, wir haben ja auch schon mal besprochen gehabt, dass wenn du mal einen guten Encounter bekommst, dass ich einfach mal und ich einen Scheiß, dann lassen wir einfach mal. Dann lasse ich dich den guten Encounter offen, sagen wir mal so. Mm-hmm. Weil ich will meinen Stachel lieber langsamer verwenden. Boah, und ich sag mal, wir haben hier Route 2 und natürlich den Vatania weiter, das heißt 2 sogar. Hm. Wow, ja, danke für Plusle. Hast du jetzt bekommen als Encounter? Nein, nee, okay, als gut. Kampf. Ich dachte schon. Als Trainer, Kampf, ja. Aber du kannst ja schon mal, wenn du willst, entweder gegen den Trainer kämpfen oder halt deinen Encounter raussuchen. Nein, ich kämpfe halt gegen den Trainer. Warte, Xatu war Psycho, ne? Ah, Staffette kann der, ja. Xatu ist Psycho. Psychoflug. Natürlich hat er einen Papinella. Ein Flug-Pokémon. Ich mach jetzt den Koller. Das wird schon. Ja, Silberau macht keinen Damage. Hoffe ich. Sagte er und stirbt fast. Nee, hat gar nicht viel Damage. Nein, war auch nicht, aber. Papinella hat mehr gemacht, als ich dachte an sich. Dein bester Freund, das Mantax. Das will ich auch nie wieder treffen, ne? Ich habe ja Gaffer, ne? Da bin ich ganz gut hier. Ja, das saugt sein. Na, obwohl. Genau treffen. Du musst daran denken, es ist Flugwasser. Von Fußstrahl, ja. Oh. Das ist Flug? Ja, das ist Flugwasser. Oh shit. Deswegen konnte ich kein Erdbeben einsetzen. Ach du Kacke, dann gehe ich hier sofort raus, Alter. Flugwasser. Eieiei, das ist ganz, ganz gruselig. Ja, deswegen da kannst du nur mit Elektro rein. Dann gehe ich nämlich auf Mickey, der ist Wasserpsycho. Der kann ganz gut tanken und hat Ladestrahl. Ja, denke ich mal schon, ne? Wird schon easy klappen. Ariados, ja komm, let's go! Toni, du machst das. Nein, jetzt setz doch nicht Flinklau ein, du Vollidiot! Das ist das Schlechteste, was du hättest machen können. Wieso? Weil ich ja zuerst angegriffen habe, obwohl er hätte zuerst angreifen sollen. Aber das Gute ist, Attacke hast du denn gemacht? Ich lade einen Stoß. Achso. Aber er ist durchgekommen, ich bin noch paralysiert. Konfusstrahl abgewehrt. Ja, tot. Easy. Ich gehe aber trotzdem nochmal dann zurück wegen Paralyse. Ja. Das ist natürlich klar. Gut, Leute, dann suchen wir uns jetzt das nächste Pokémon. Und es ist ein Raichu. Oh. Hatten wir schon, glaube ich, oder? Nee, ein Luxtra, ich nicht. Oh, hattest ich weiß du es schon nicht. Das wäre aber krass. Warte, ich guck gleich mal nach, wenn ich den Kampf hier durch habe, ja? Das wäre übel krasser Encounter, Junge. Das wäre ein echt krasser Encounter. Aber ja. Ich glaube, wir hatten noch keinen Luxtra, Luxion, Shinux. Ich guck einfach mal. So, jetzt gehen wir ein und dann fertig. Im Notfall, Mann, musste Pokémon erstmal raus aus der Box. Ja, eben. Hier, gönn dir erstmal ein Pokéball. Ja, so. Ja, und Level 3 nur? Na ja, klar. Wir gehen ja auf die Anfangsrunden. Route 2, ja, Route 2. Ja, du meine Güte. Stell dir vor, du bist so ein Trainer und denkst, ja, ich starte jetzt endlich durch mit meiner Trainerkarriere und das erste Punkt, was dir begegnet, ist ein Luxtra. Auf Level 3. Auf Level 3. Aber Luxtra ist ein guter Encounter, muss ich sagen. Luxtra ist ein echt guter Encounter, ja. Mal gucken, ob ich jetzt Trash bekomme. Oder nicht, aber erstmal will ich gucken, Pokédex. Und gucken, ob ich irgendeinen Luxtra oder so hatte. Ich kann mich aber erinnern, dass irgendeiner von uns das schon mal encountert hat. Es kann auch sein. Also ich weiß 100%, ich habe keine Vorentwicklung, kein gar nichts davon. Oh, Tragosso hatten wir aber auch noch nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, mein. Dann habe ich jetzt zwei geile Encounter. Also du kannst entscheiden, welchen wir denn drin nehmen. Ja. Also einen Boden-Pokémon nehme ich gerne. Der S. Ja, Knogger ist halt auch stark, ne? Ja. Beide. Also beide sind wirklich gute Encounter, muss ich jetzt mal hier an der Stelle sagen. Nimm ich gerne mit rein. Noch keine Entscheidung ist. Nee, dann ist das super. Ja. Perfekt. Easy peasy. Dann bist du jetzt dran, deinen Encounter zu holen. Ich hab die Beide schon. Ich hab meinen ersten Encounter und das ist ein Kramchef. Nein. Das hatten wir schon, ne? Ich hatte schon mal Kramorks.
Das ist verreckt. Ja. Das wäre ein super Flug-Pokémon geworden. Belastend. Ja, ich komme hier nicht mit Kamau. Wisst ihr, was ich schön, unschön finde hier in diesem Remake? Mhm. Erstmal diese Miltang und zweitens die Musik vom Vatania-Wald ist einfach nicht mehr so schön, wie es mal war. Veränderung. Ja, ja, also... Oh! Was denn? Hatte einer von uns schon mal eine Evoli-Entwicklung? Nein. Ich habe Psyana. Hier steht für Gönnen, ne? Alter, das ist richtig stark. Mhm. Das ist ein guter Encounter. Damit gebe ich mich auch mal sowas von zufrieden. Psyana, ja, wir hatten heftig. Schon mal dieses Evoli als Geschenk-Pokémon, aber ja, aber das haben wir jetzt, die haben wir ja nicht erzählen lassen. Dementsprechend, ja, du hast ihn so encountert. Ich habe einen Psyana encountert. Oh, das ist ganz anders. Das ist sogar eines der stärkeren Evoli-Entwicklungen, da bin ich ganz froh drüber. Alter, Natara wäre noch geil gewesen, aber... Ja, obwohl... ja, okay, Natara ist sehr tanky, ne? Das kann man echt gut mitnehmen. Ja, deshalb. Und ist halt auch ziemlich fast. Da bin ich ganz froh drüber. Wäre, aber Psyana ist ein gutes Psycho-Mann, ne? Ja. Also, du hast ich meine, wenn Miki oder Marcel mal nicht mehr da sind als Psycho-Mann, ne? Dann rein da. Nun bin ich mal gespannt, was du hier im Vertania-Wald kriegst. Also jetzt sind tatsächlich wieder mal andere Pokémon, sonst haben wir aber gefühlt die gleichen bekommen. Ja, ja, ja. Und es ist... Pudox. Hatte keiner, kannst du töten. Mach ich auch. Dann können wir das wenigstens anders verlinken. Ja. Irgendwann bin ich schneller als ein Pudox. Ja, Pudox ist nicht schnell. Ja. Aber auch kein geiles Pokémon, muss man halt sagen, ne? Ja. Also keiner für den jetzigen Stadium. Keiner von uns... Ach, nicht Pokécon. Keiner von uns hatte... Warte, was waren die Vorentwicklungen von Pudox nochmal? Chaloco und, Raumpel. Warte mal, hatte nicht einer von uns schon mal da was? Stimmt, Chaloco. Ich glaube, irgendeiner von uns hatte schon mal ein Chaloco, ja. Ich glaube, du hattest ein Chaloco. Also, wenn ich jetzt hier bei S gucke, warte, wo war Chaloco? Ne, Chaloco nicht. Hatte ich das andere Vieh? Ah, dann wirst du das andere ein Panikon, ja, dann zählst du aber trotzdem. Das ist sehr gut möglich. Ne, Panikon? Hatte ich auch noch nicht. Ich hatte noch gar nichts, aber ich glaube, irgendeiner hatte einer von uns sich mal einen Baumpel oder bin ich gerade komplett besoffen? Hä, kann mir einen Chaloco nennen. Ich hab mich auch haben wir damals getötet, Lubik. Der zählt das jetzt noch? Ja, ne? Ja, der zählt denn, dass du das haben musst. Ah, verdammt. Ja, gut. Dann haben wir einen offenen Encounter. Warte, was hattest du hier nochmal? Vertania, Wald, Knogger. Ja, guck mal, dann machen wir Knogger und Stachelübi noch dazu. Das ist doch gut. Ja, das stimmt, wenn mal einer stirbt und das ist ja nie unwahrscheinlich. Oh, Maskering als letzte Pokémon mit Bedrohung ist schon ungeil. Ja, Amaldo war doch Gestein und Käfer, ne? Käfer, ja. Käfer oder Käferboden oder so. Ja. Ne, Gestein war es, glaube ich. Ich gehe trotzdem auf Space. Also die Trainer hier sind glücklicherweise läppisch, das können wir also sehr gut überspringen. Mhm. Und alle wegnatzen. Oh, hier ist noch einer. Aber wie gesagt, so groß ist das nicht mehr. Ich glaube, das haben sie auch gar nicht so krass gekürzt, wie ich dachte. Ich dachte, Vertania weit haben sie komplett gekürzt, aber nee, das war der Mondberg, den sie das komplett rausnehmen. Das ist ja lächerlich gewesen, ehrlich. What the fuck, ein Sumpex? Das ist richtig ungeil. Weil ich hab kein... Vor allem auf 52. Ja, ist halt echt so. Oh, der kann Schutzschild. Ja, moin. Bodycheck kannst du machen, mein Freund. Ich werd mich gleich... Oh mein Gott. Ich werd einfach gleich Milchgetränk spammen, Leute. Anders gewinnen wir das sonst hier nicht. Oder der ist so doof und setzt eine Wasserattacke ein. Warte, ich nicht glaube. Ah, der macht sowieso Schutzschild. Ja moin, perfekt. Dann kann ich perfekt mich erstmal hochheilen. So, erstmal ein bisschen Milch von mir selbst abzapfen. Geil. Hey, nein. Ich verstehe Mojo nicht. Vergessen. Hey,
der ja, Doppelschutzschild, der hat Doppelschutzschild gemacht. Der konnte zweimal hintereinander ein Schutzschild ballern. Was? Aber ich habe jetzt schon öfter gesehen, möchte ich sagen. Ist für mich immer nur selten, weil ich das eigentlich unfair finde, nur RSL. Ja. Und Makaro ist das für Flambo aufgeladen, da bin ich. Lady Tristan. Was denn? Rayquaza. Oh nee, hör auf damit! Aber da kann ich Eiszahn eigentlich draufhauen. Ja, mach das Vieh weg, bevor es eiert. Nein! Abgangsbund! Du bist so ein... Hallo! Du bist so ein... Oh mein Gott, wer hat die Bodenattacke? Aber kannst du nicht wechseln? Oh Gott. Nee, ich wollte Erdbeben gerade zünden. Der wäre jetzt tot gewesen. Ja, was mache ich denn jetzt gegen das Drecksvieh? Mit Abgangsbund. Kannst du mit einem anderen Mann töten, oder? Hä? Wenn du das mit einem anderen Mann tötest, dann geht doch Mulchen nicht verloren, oder? Ja, Mulchen geht jetzt nicht mehr verloren, aber ein anderes Pokémon wird drauf gehen. Okay, das ist nicht nur das für das Pokémon, was ausgewählt wurde? Hm? Das ist nicht nur für das Pokémon, was ausgewählt wurde? Ja, aber der kann jetzt trotzdem dauerhaft spammen. Ja, das stimmt. Ich hab eine andere Idee. Weil das ist eine Geisterattacke, ne? Ich hab eine andere Idee. Ich steu das aus. Der 5 AP hattet. Ich mach ja, das dann jetzt. Easy, fertig. Ich mach das. Ich steu das jetzt einfach aus. Ich hatte, mach deinen Abgangsbund, du kleines Drecksloch. Leuchtstein. Aber der ist Level 60. 60? Ja. Alter! Was ist das für eine Levelkurve? Ich hab keine Ahnung. Ich hab jedenfalls Angst, ich will jetzt. Alter, ich hab hier auch einen Knocker. Ich hab hier einen Knocker als Encounter. Ist er jetzt durch mit seinen komischen Drecksattacken? Auf wie viel Damage er macht. Abgangsbund hat er eigentlich nur dreimal eingesetzt, aber jetzt will er Finsteraura spammen. Was ich auch nicht sexy finde. Ja, okay. Guck mal, viermal. Ich wusste, dass der Lutscher sich da nicht... Komm, setz doch nur einmal den scheiß Attacke ein, ey. Mulchen schreckt zurück, deine Mutti. Boah, ich hasse sowas, ne? Solche Pokémon sind die... Ist kacke in Person. Bin schneller als ein Smogon auf Level 28. Denke ich mal. Letztes Abgangsbund, sehr gut. Mein Gott, jetzt sollte er keinen Abgangsbund mehr haben, außer er Cheatcodes an und hat einen 6. Abgangsbund. Aber dann ganz ehrlich. Oh mein Gott, oh wie süß. Game over. Das war eigentlich dämlich, dass ich jetzt Flammenwurf eingesetzt habe. Aber auf Level 38 könnte es vielleicht funktionieren. Alter, wie viel Damage der macht. Also, ganz ehrlich, Gengar auf Level 60 macht übelst krass Damage. Und überlebt das auch noch. Mulchen, please. Mulchen? Alter. Ich hab's. Alter. Abgangs- ich hab keinen Bock auf dieses Vieh, ne? Ich hab absolut, geht nicht ich hab mehr. Schon keinen Bock. Ich hab schon keinen Bock mehr auf dieses Vieh. Wenn ich nur sehe, dass es bei mir Level 60 auch sein wird. Oh nee. Ich muss erstmal durch den Wald durch. Wir sehen hier auf 56. Das ist jetzt auch nicht viel weniger. Junge, was ist denn das für eine bekloppte Kurve, Junge? Hat jemand sich gedacht, ich mal jetzt Level 70? Du, ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal leveln, wenn das so weitergeht. Ja, sehe ich auch so. Da müssen so. Wir alle mal ein bisschen höher machen als 60. Ich bin doch nicht mal 60. Ja, ich halt schon bei den meisten. Eieiei. Also wie gesagt, ne, an der Stelle, wir mussten ausdollen, sonst hätten wir jemanden verloren und darauf habe ich keinen Bock. Gut, dass er Schwebe hatte, weil sonst wäre er Game Over gewesen und wir auch. Ja. Boah, nee, ey. Leute, ich glaube, wir müssen das in der nächsten Folge weitermachen. Ich brauche Nerven. Ich brauche Nervensaft oder sowas. Das, was ich hier sehe an Trainern und an Levelkurven, ist nicht mehr zu übergrenzen. Ich hoffe, euch hat es jedenfalls gefallen. Lasst gerne Bewertung da und unterstützt den Kanal mit einem Like. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns. Bis denne und ciao.